In Los Angeles sind die diesjährigen Grammys verliehen worden. US-Sängerin Beyoncé hat ihre 32. Trophäe gewonnen und ist damit die erfolgreichste Künstlerin in der Geschichte des Musikpreises. Die Auszeichnung für das beste Album des Jahres ging an den Briten Harry Styles. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras durfte sich gemeinsam mit Sam Smith über einen Grammy in der Kategorie Bestes Pop-Duo freuen.